Ja, hallo und herzlich willkommen zum Profifoto-Podcast zu unserer November-Ausgabe 2013. Jetzt am Kiosk, Profifoto Nummer 11, mit einem großen Beitrag zum Thema Linhof Technica. Wie kann ich im digitalen Workflow sinnvoll Fachkameras einsetzen? Alles zur neuen Nikon D610 und ein spezielles Heft im Heft zum Olympus OMD-System. Titelportfolio in der Ausgabe, da geht es um den neuen Felix Schöller Photo Award, ein Wettbewerb, bei dem wir als Magazin Medienpartner sind, bei dem ich auch die Ehre hatte, in der Jury vertreten zu sein. 1300 Fotografen haben sich beworben, internationales Teilnehmerfeld. Die Jury hat in 5 Kategorien die Gewinner ausgewählt und wir präsentieren sie in dem aktuellen Heft und heute hier für Sie als Slideshow in unserem Podcast. Ja, das waren sie, die Sira-Bilder des Felix Schöller Photo Awards. Die Bilder sind zu sehen, nicht nur im aktuellen Heft, sondern auch im Osnabrücker Kunstmuseum noch bis Ende November. Und
Der Wettbewerb wird ausgeschrieben alle 2 Jahre. Das heißt, beim nächsten Mal 2015 einfach im Heft die Ausschreibungen im Auge behalten. Die Teilnahme lohnt sich gleich doppelt, denn der Felix Schöller Photo Award gehört mit insgesamt 20.000 Euro Preisgeld zu einem der bestdotiertesten Wettbewerbe für Fotografie, die existieren. Medienpartner war Profifoto übrigens auch beim ADF Imaging Symposium zum Thema Moving Images. Es ging um Videofilmen mit Fotosystemkameras und dort war FotoTV als Filmteam vor Ort, hat ein Interview gemacht mit mir als Moderator und mit einem der Referenten, Michael Klaus Hallmann. Neben mir sitzt der Hausherr des ADF-Forums, Thomas Gerbers. Und Thomas, du hast dir im Vorfeld schon viele Gedanken gemacht, um das Programm hier zusammenzustellen. Deswegen möchte ich dir die Frage stellen, wo steht das Filmen aus Fotografensicht heute? Das ist eine gute Frage, Marc. Ich weiß, als wir 1996 den ADF gegründet haben bei digitale Fotografie in den Kinderschuhen, viele Profifotografen wollten überhaupt nichts mit digitaler Fotografie zu tun haben. Und unser Gefühl ist, es ist heute so ein bisschen mit der Movie-Funktion von Systemkameras auch eine Hürde für Fotografen, das zu nutzen. Ein super Tool. Filmmacher haben es erkannt. Die nutzen DSLRs verstärkt für ihre Arbeit. Fotografen haben da großes Informationsbedürfnis, deshalb das ADF-Symposium zum Thema Moving Images. Du bist ja auch Chefredakteur der Profifoto und damit dem Organ, wo die ganzen Profis, du bist nah am Puls, was Profifotografen derzeit machen. Ist das wirklich so? Sind die sehr, sehr zurückhaltend oder sind die Profis nicht schon dabei, das zu adoptieren und die Amateure vielleicht noch nicht so sehr? Es ist ein anderes Arbeiten. Wenn du Fotograf bist, bist du gewohnt, du bist der, der das Bild macht. Wenn du Film professionell machst, ist es eine Teamarbeit. Hinzu kommt die Post-Production, die Unsicherheit, wie gehe ich mit meinem Material um, wie mache ich ein Storyboard, welche Dramaturgie braucht mein Film, ich brauche anderes Equipment. Es ist schon so, es gibt Fotografen, auch unter unseren Referenten, ich erinnere an Richard Walch, der heute hier spricht, die schon jahrelang sehr unbefangen und spielerisch mit dem Thema Film umgehen. Für andere besteht eine hohe Hemmschwelle. Du machst ja auch Leserbefragungen und bist mit denen in Kontakt. Kannst du irgendwas dazu sagen, wie viel Geld Fotografen heute schon mit dem Film machen? Oder wird ihnen der Kuchen von den Filmern entrissen? Das ist eine der Gründe, warum ich denke, dass Fotografen sich mit dem Thema Film beschäftigen sollten. Es ist so, dass immer mehr Firmen Imagefilme online stellen und nicht mehr so sehr auf Printwerbung oder auf Fotografie fokussiert sind. Gleichzeitig sind Firmen gewohnt, dass für Film deutlich mehr Budget erforderlich ist, dass ich als Fotograf, wenn ich filme mit meinem Fotoequipment, nicht unbedingt brauche. Eine Canon oder eine Nikon Olympus Panasonic Systemkamera kostet heute so viel, wie früher eine entsprechende Filmkamera im Rent gekostet hat. Das hat sich bei Kunden noch nicht so rumgesprochen. Also ist es eigentlich auch Aufgabe, nicht nur nachher zu filmen, sondern das Thema auch den Kunden beizubringen und die Möglichkeiten aufzuzeigen? Das Thema ist, dass der Kunde diese Aufträge vergibt. Die Frage ist, an wen? An seinen gewohnten Fotografiedienstleister oder vielleicht an einen anderen, an einen Filmdienstleister? Mein erstes Interview war ja das mit Thomas Gerbers zu der Frage, ob er sieht, dass Profifotografen in das Camp der Filmer rüber wechseln und dort Geld verdienen. Und einen Fotografen, der das getan hat, Michael Klaus Hallmann, habe ich jetzt dabei. Und Michael, du filmst. Du warst früher Fotograf und bist jetzt auch zu großen Teilen Filmer. Genau, es ist also nicht so, dass ich die Lage jetzt komplett gewechselt habe. Ich mache also beides in Anführungsstrichen. Das hört sich im ersten Schritt sehr viel an. Es hat auch gedauert. Also es ist kein Schritt gewesen, den ich so von heute auf morgen mal eben gemacht habe, sondern da stecken auch 2 Jahre Entwicklung drin. Persönliche Entwicklung, technische Entwicklung natürlich auch, um überhaupt mal das Know-how sich selber ranzuschaffen als Fotograf, um da in einer professionellen Liga halt auch mitschwimmen zu können. 2 Jahre ist eine Menge Zeit und damit auch Geld. Mal abgesehen, Equipment kostet auch Geld, aber alleine sich selber da rein zu trainieren. Jetzt arbeitest du in dem Bereich. Kannst du jetzt schon absehen, dass sich das lohnt, also auch finanziell auszahlt? Es lohnt sich insofern finanziell für mich,
da ich mittlerweile fast 50% meines Umsatzes im Filmsegment mache. Das ist allerdings nicht ganz losgelöst, sondern ich biete hauptsächlich kombinierte Produktionen an. Also das ist auch gerade für meine Kunden interessant und ich denke, dass das auch der Markt für Fotografen eigentlich ist, den Kunden anzubieten, pass auf, wir haben einen Termin, wir haben ein Setting in Anführungsstrichen, wo du Neuigkeiten vorstellst, Produkte vorstellst und dergleichen mehr. Und da machen wir jetzt nicht nur tolle Fotos, sondern wir drehen auch noch ein kurzes Video mit, 60 oder 90 Sekunden. Und das kannst du dann halt sozialen Plattformen, Video-Channel, Homepage nochmal zusätzlich als Benefit obendrauf mit nutzen. Darfst du Namen von Kunden nennen oder kannst du mal so einen typischen Auftrag beschreiben? Also ich mache hauptsächlich interne Unternehmenskommunikation. Das sind dann größere Firmen wie Hochtief, die Schweizer Bahn oder die Telekom. Und da ist es so, dass die Telekom gerade eine Kampagne gemacht hat intern, wo es um Patentrechte geht. Also das heißt, dass Unternehmensteile, die zum Beispiel Patente halten und besitzen, die aber selber nicht verwenden, zur Verfügung stellen, dem Konzern und der Konzern auf diese Patente zugreifen kann. Das ist also ein sehr theoretisches Thema im ersten Augenblick. Im zweiten muss das aber halt den Leuten dann klar gemacht werden. Und das geht dann halt in dem Fall über statische Internetseiten, als auch dann halt eine Interviewsituation wie unsere hier, wo der Herr dann von der Telekom erklärt, pass auf, es gibt Patente und wir würden sie gerne nutzen. Bitte denkt daran, bevor ihr die Schublade aufmacht und was in den Papierkorb wirft. Und du fotografierst es gleichzeitig mit den Filmdrehs. Genau, das war da halt auch die Anforderung, dass die Telekom gesagt hat, wir wollen also das Bildmaterial, sowohl Foto als auch Video, in einem Look haben. Also gerade was Schärfe, Unschärfe halt betrifft, irgendwie die Telekom hat da natürlich ganz eigene Vorstellungen, wie ihre Bildmaterial aussehen soll. Und das ließ sich in dem Fall natürlich am besten halt bewerkstelligen, dass wir klassisch fotografiert haben mit DSLR. Und in diesem Look dann auch gleichzeitig, beziehungsweise natürlich im Anschluss daran, die Interviews gedreht haben. In dem Fall also das Lichtsetting von vornherein schon auf Video aufgebaut, aber mit diesem Licht dann halt auch fotografiert. Und die Sachen liegen nebeneinander wirklich so, als wenn sie aus einem Guss wären. Wie akquiriert man sowas? Kommt man jetzt eher als über die Fotoschiene rein oder über die Filmschiene? Oder geht man wirklich hin und sagt dazu, ich kann euch beides aus einer Hand liefern? Und was gibt nachher den Ausschlag, den Job zu bekommen? Also meine Kunden habe ich dadurch akquiriert, dass ich gesagt habe, okay, ich biete das als Benefit obendrauf an. Ihr seid also eh schon meine Fotokunden und ich packe jetzt noch eine Schippe drauf. Also das heißt, bei der Produktion selber, ich sage jetzt meine Zahl, bezahlt ihr reine Produktionskosten 10% mehr. Dazu kommen dann natürlich halt noch Videoschnitt und dergleichen mehr, die Verarbeitung. Aber vor Ort haben wir jetzt mal so als Zahl im Raum 10% on the top. Habt dadurch aber ein komplett eigenes Medium, was ihr nutzen könnt, auf einem ganz anderen Kanal und das wird sehr gerne angenommen. Jetzt sagst du, du arbeitest schon 50-50. Kannst du eine Tendenz erkennen, driftet das noch mehr in Richtung Film, stabilisiert sich das da oder gewinnt die Fotografie doch wieder die Oberhand? Also ich für meinen Teil bin mir relativ sicher, dass dieser Videomarkt noch größer werden wird. Es ist ganz einfach so, Zugriffszahlen auf dem Internetportalen oder halt auch einfach die Nutzung via Handy, sei es iPhone, Android-Handys und dergleichen mehr. Die Bandbreiten werden höher. Und wenn ich mal mein eigenes Surfverhalten angucke, als Beispiel Spiegel Online, ich habe einen Artikel, dazu gibt es eine Fotostrecke oder ein Video. Was mache ich zuerst? Ich klicke das Video an, gucke mir das 30, 40 Sekunden an und sage, okay, wenn ich das interessant fand, dann gehe ich vielleicht noch mal tiefer, schaue mir die Bilder an oder lese sogar den gesamten Artikel. Aber für dieses schnelle, einfache Konsumieren ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich halt da einfach mittlerweile halt filmgesteuert bin. Okay. Ich glaube, das sind eine Reihe von wichtigen Gründen, sich als Fotograf, der insbesondere Geld verdient damit, mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, ob man nicht erstens Bestandskunden vielleicht damit auch sichern kann, dass man ihnen beides aus einer Hand anbieten kann und eben sich auch neue Marktfelder da erschließen kann. Das war's vom ADF-Forum. Ich danke fürs Zuschauen, dir fürs Hiersein und mal gucken, vielleicht treffen wir uns in 2 Jahren wieder und dann machst du 100% Film. Das könnte durchaus sein. Dankeschön. Danke. Ja, da gab es 2 Tage Informationen aus der Praxis für die Praxis beim ADF Imaging Symposium. Die Informationen bringen wir natürlich auch redaktionell im Rahmen des normalen Hefts in unserem App bei iTunes, Profifoto Interactive. Und ich hoffe auch für Sie ein bisschen hier in unserem Podcast. Die nächste Ausgabe erscheint Ende November und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind bei Profifoto TV. Vielen Dank.